Die Gamescom ist eine hammergeile Messe. Ja, das ist eine Spielemesse hier in Köln, am Neumarkt da oben. Da werden halt die neuen Spiele vorgestellt. Also die Familientickets für die Gamescom sind super. Man trifft da auch so oft Freunde. Neue Games, neue Events. Ich spiele Dota. Also ich spiele, wenn dann Sims 3 oder sowas. Ich spiele in der letzten Zeit gerne Far Cry. Also von Ego-Shootern spielen bis zur Simulation, also sind schon echt interessante Spiele dabei. Die Gamescom rockt einfach. Gamescom 2014! Einen schönen guten Tag. Ein Jahr ist vergangen. Wie man sieht, wir sind wieder in Köln unterwegs. Und was könnte das anderes heißen, als es ist wieder Gamescom-Zeit. Dieses Jahr nicht nur unter dem Motto Celebrate the Games, sondern auch spielend neue Welten entdecken. Und damit herzlich willkommen zu Gamescom TV Folge Nummer 1. Letztes Jahr die Gamescom, das war ein richtiger Kracher. Es waren über 340.000 Besucher da. Es war rappelvoll und alle hatten einen Riesenspaß, denn es waren über 635 Aussteller aus 40 Ländern da und die haben so roundabout 400 Weltpremieren gezeigt. Das war eine richtig coole Nummer und wie das genau aussah, das seht ihr jetzt. In August 2013, there was only one place to be. Welcome to Cologne. Energy in this room is out of the roof. Welcome to Gamescom. For us, it's just a great start into the peak season. Things are about to get real. More than 340,000 visitors from 87 countries created the perfect word-of-mouth effects. The best expectations, people said, like, wow, that's the most incredible game I've seen at Gamescom. 635 exhibitors from 40 countries elevated Gamescom to a new, higher level. Xbox One and PlayStation 4 are short before their arrival on the market, and we have the product for it. As for the only event of its kind worldwide, Gamescom links the entire value-added chain, from developers, publishers, and the trade, all the way down to the consumer. Thus providing individual platforms for all target groups. The business area is an international meeting point. Everybody who's important meets here, so we have a lot of business opportunities, which is great for us. More than 29,600 trade visitors. 6,000 media representatives made Gamescom a high-profile event. The relaxed and exclusive ambience of the business area provides the opportunity to take advantage of the trade fair for your personal business success, like for this year's partner country, France. A partnership is really an opportunity to get known and certainly promote our companies. The sector's top players presented a unique top-class game spectacle at the entertainment area. More than 400 game premieres. Breathtaking indoor and outdoor performances, sensational live acts, and the latest highlights from the world of games. One of the top tournaments ever in StarCraft II. Blew the community away. Gamescom is like very important to get the consumers play the game and then go to the shop and buy it. Gamescom was surrounded by GDC Europe, Europe's biggest developer conference. It offered extensive news and insights from gaming experts. Gamescom is important for indie developers because it gives them a chance to reach fans that they don't normally see at other places because it's a large consumer event. Many additional events, fun sport, action, and chill out were the topics of the event level. One highlight was the Gamescom Cosplay Village. Welcome to Cosplay Village. Games, music, and infotainment in high doses. At Gamescom After Hours, more than 120,000 additional visitors celebrated a huge party at the Gamescom Festival in the center of Cologne. I'm starting to like this place. Gamescom is simply more than just a trade fair. And now, become part of the world's largest event highlight for interactive games and entertainment.
Gamescom 2014 takes place from the 13th to the 17th of August, 2014. Letztes Jahr ging es vor allem um die neuen Konsolen, die PS4, die Xbox One, die Wii U, die schon zu dem Zeitpunkt auf dem Markt war. Und dieses Jahr geht es getreu dem Gamescom-Motto vor allem um eins, um Spiele, Spiele, Spiele. Da wird was für jedes System und für jeden Geschmack dabei sein. Wir haben sämtliche wichtigen Publisher vor Ort und die werden euch mit neuen Spielen und neuem Material zuballern. Das Ganze aber natürlich nicht hier an der Uferpromenade. Hier kann man allerdings schön sein Feierabendbierchen nach der Gamescom trinken. Aber wir gehen jetzt erstmal dahin, wo die Gamescom stattfindet. Also los zur Messe Köln. Und da sind wir vor der Messe Köln und hier tobt im August die Gamescom 2014. Am 13. August geht's los, dem Gamescom-Mittwoch, traditionell mit dem Fachbesuchertag. Und eigentlich ist da ja nur Presse erlaubt, aber wir hatten wieder ein paar exklusive Wildcards. Die wurden verlost und die glücklichen Gewinner, die hier schon am Mittwoch aufschlagen dürfen, die werden in Kürze benachrichtigt. Für alle anderen gilt, bestellt eure Tickets auf jeden Fall im Vorverkauf. Ich kann nur wirklich dazu raten, hat vor allem zwei Vorteile. Zum einen, ihr bekommt 25% Rabatt und das ist ja schon ein hübsches Sümmchen Geld, was man dann anderweitig ausgeben kann. Zum anderen, ihr kommt garantiert rein und ich würde sagen, das ist der entscheidende Vorteil. Es gibt in diesem Jahr nämlich keine Dauerkarten mehr, sondern nur noch Tageskarten, Tagestickets und wenn die, das ist so wie bei einem Konzert, wenn die im Vorverkauf weg sind, ja, dann gibt es an der Tageskasse auch nichts mehr zu holen. Also im Vorverkauf euer Ticket sichern und sicher sein, dass ihr hier einen richtig coolen Gamescom-Tag erleben könnt. Für die Familien haben wir auch wieder was Schönes im Angebot, nämlich Family-Tickets. Die gelten für zwei Erwachsene und drei Kids im Alter von 7 bis 11 Jahren. Und dann können die Familien sich hier auch auf der Gamescom austoben und vor allem in Halle 10 voll auf ihre Kosten kommen. Wie in jedem Jahr gelten die im Vorverkauf erworbene Tickets natürlich auch für die öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, da müsst ihr nicht nochmal extra zahlen, sondern kommt gratis hier zur Messe und habt dann einen richtig coolen Gamescom-Tag. So viel erstmal zu den Hard Facts und alles andere bespreche ich jetzt mit zwei euch sehr gut bekannten Let's Playern. Und da sind die beiden auch schon, Dennis alias Brammen und Peter alias Pietsmeet. Wie geht's denn? Sehr gut, Annika. Wie geht es dir? Mir geht's auch gut. Long time no see, könnte man sagen. Die Gamescom ist jetzt ein Jahr her, steht jetzt wieder vor der Tür. Worauf freust du dich besonders? Ich freue mich natürlich auf die Menschenmassen und unsere Zuschauer und natürlich auf die Let's Play mit Gamescom-Bühne. Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe ja heute sozusagen einen Leckerbissen für euch, obwohl ich weiß gar nicht, ob es ein Leckerbissen für euch ist. Guckt mal nach links und guckt mal nach rechts. Nix los, keine Menschenmassen. Also ich war ja letztes Jahr ein bisschen mit euch unterwegs und überall, wo ihr wart, waren auch Menschentrauben. Die Leute sind ausgerastet. Ist das jetzt schön, hier mal so entspannt zu stehen oder fehlt euch was? Jetzt haben wir hier keinen Sinn. Jetzt erfüllen wir hier keinen Sinn. Abgesehen natürlich für diese kleine, oh Annika. Aber ansonsten fehlen die Leute halt einfach. Ohne Leute macht es keinen Sinn und ohne Spiele macht es auch keinen Sinn. Deswegen freuen wir uns halt, wenn es endlich losgeht. Eine Bühne, auf der ihr definitiv sein werdet, ist die Let's Play-Bühne. Die wird, ich hörte davon, in diesem Jahr größer und geiler. Was sonst? Das ist halt immer das Gleiche. Weil wenn neue Sachen kommen, sind die größer und geiler. Und Messe 2014 größer und geiler. Wir sind größer und geiler. Und die Bühne wird größer und geiler. Also, dann gucken wir uns doch jetzt mal an, wo die größer und geiler Bühne stehen wird. In Halle 10.1, hier unten, ist während der Gamescom 2014 wieder der Place to be für die Community. Denn im Prinzip genau hier, wo wir jetzt stehen, war letztes Jahr die Let's Play-Bühne. Absolut richtig. Ich bin auch total geflasht davon, wie wir jetzt hier gerade stehen. Letztes Jahr standen wir hier auf der Bühne und, keine Ahnung, hunderte Leute standen um uns rum und haben gefeiert. Und wir haben gefeiert und jetzt sieht man eine leere Halle. Es ist der Wahnsinn. Ich glaube, es wird nicht leer bleiben, wenn es denn dann losgeht. Ich habe aber gehört, die Bühne zieht ein bisschen um, wird ein bisschen größer und geiler. Ja, wird größer und geiler, ja. Irgendwie von hier nach irgendwo in den Bereich ziehen wir wohl um, damit es noch größer und geiler werden kann. Damit noch mehr Leute vorbeikommen können. Es gibt ja so ein paar Schmankerl, ein paar Leckerbissen. Nicht nur, dass ihr natürlich da seid, dass andere YouTube-Stars da sein werden. Ich habe da auch was von so einer Meisterschaft gehört.
von einer Meisterschaft. Ja, es wird ein großes Event geben, wo nicht nur wir dabei sind, sondern halt auch viele andere große YouTuber und wo wir gegeneinander auf der Bühne live spielen werden, und zwar in Mario Kart. Und zwar nicht nur wir, sondern halt auch noch Teile der Community. Ich wollte gerade sagen, nicht nur ihr alleine, sondern man kann sich bewerben. Ihr da draußen könnt mit euren favorisierten Let's Playern zusammenspielen und dann zusammen ein Team bilden. Ja, so sieht's wohl aus. Ich bin ehrlich gesagt gerade gar nicht über die genauen Formalien informiert, wie man da mitmachen kann, aber es geht wohl irgendwie, die Community muss sich selber bewerben mit einem eigenen Video. Wo, weiß ich leider auch noch nicht, also das wissen wir alles doch nicht, aber... Dafür können die Leute ja auf die jeweiligen Kanäle gucken, da wird es dann Informationen dazu geben und Trailer und so weiter und so fort, und da können die Leute dann gucken, wo sie sich bewerben sollen. Genau, alle Infos dazu auf den üblichen Internetseiten. Hauptsache, ihr bewerbt euch und macht mit und könnt dann vielleicht mit Pete oder mit Dennis zusammen Mario Kart zocken, hier auf der Let's Play Bühne. Und ja, ansonsten haben wir noch was. Es wird nämlich dieses Jahr natürlich Gamescom TV auch im Internet geben, aber wir werden es vor allem auch live streamen. Das heißt, wenn ihr abends zur Let's Play Bühne kommt, da seht ihr nicht nur mich, sondern auch die aktuelle Folge Gamescom TV. Guckt ihr dann auch mit? Selbstverständlich, wir sind ja hier, ne? Und dann gucken wir natürlich auch mit, während wir vielleicht noch mit den Zuschauern Autogramme geben, aber wir können ja währenddessen trotzdem gucken. Wir feuern dich an, Annika. Dankeschön. Ja, genau. Ihr seid ja sowieso wahnsinnig fleißig. Ihr seid ja nicht nur auf der Bühne zu sehen, sondern ihr rennt ja auch rum, gebt Autogramme und seid Stars zum Anfassen. Wir sind keine Stars. Immer noch nicht. Deswegen gibt es von uns auch so Sachen wie Autogrammkarten ja bisher nicht, weil wir nicht Fame sind. Wir sind halt einer von vielen. Wir sind halt Gamer. Ihr seid halt cool. Ja, das auch. Und größer und geiler. Größer und geiler und ganz schön cool. Raus aus den Hallen, rein in die Sonne. Ganz schön hell hier, oder? Extrem hell, ja. Aber nicht nur die Sonne flasht ein, sondern auch die Tatsache, dass dieser riesige Park existiert, von dem ich noch nie gehört habe. Und das als Kölner, der ist riesig und geil. Ich bin auch eine Kölnerin und habe ehrlich gesagt bisher auch nur vom Hörensagen davon gehört. Aber ist ja auch schön, jedes Jahr wieder Gamescom TV und ich zeige euch immer wieder was Neues. Hast du denn eine Ahnung, warum ich euch jetzt hier in den Park geschleppt habe und was hier während der Gamescom stattfindet? Du hast uns hier hingestellt, damit wir auch mal braun werden. Aber was hier natürlich während der Gamescom stattfindet, ist halt das Gamescom Camp. Das ist mir natürlich bewusst ein festivalähnliches Zelterlebnis. Da wäre ich gerne dabei. 100 Punkte? Festivalähnliches Zelterlebnis. Also den merke ich mir. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Umschreibung. Denn während der Gamescom und auch abends nach Messeschluss ist hier richtig Remi-Demi. Ganz viele Leute, die zelten. Da wird das ein oder andere Bierchen auch noch getrunken. Auf jeden Fall hört sich das hier immer nach einer richtig, richtig großen Menge Spaß an. Sage mal, ihr seid jetzt aus Köln, beide. Aber unabhängig davon, wärst du eher Hoteltyp oder eher Couchsurfer oder doch hier ins Gamescom-Camp einziehen? Couchsurfing wäre für mich erstmal persönlich gar nichts. Ich kann verstehen, dass Leute das nutzen. Ist sehr günstig und wahrscheinlich trotzdem eine bequeme Unterkunft und sichere vier Wände. Aber ich finde es hier so, Campen ist eigentlich die geilere Variante. Okay, wenn es regnet, hat man natürlich Pech. Aber ansonsten, wenn so ein Wetter ist, hier mit Leuten zu sitzen und richtig den Abend ausklingen zu lassen, das könnte sehr viel Freude bereiten. Wie sieht es bei dir aus? Ja, gleiches. Also Hotel finde ich halt öde, wenn ich ganz ehrlich bin. Couchsurfen ist nicht so mein Ding. Da muss man sich halt mit Leuten einlassen, die man zum Beispiel gar nicht kennt. Und zum Beispiel greift man auch ins Klo. Aber gerade so campen, eventuell mit ein paar Freunden, richtig geil. Mit Grillen, abends vielleicht ein, zwei Milch trinken oder so. Richtig gute Sache. Eine Milch würde ich sogar mittrinken. Wir reden natürlich in der nächsten Folge noch ausgiebig darüber, wie ihr am besten nach Köln kommt, wo ihr am besten unterkommt. Aber es sind jetzt noch 4 Wochen, 1 Monat circa bis zur Gamescom. Deshalb bereitet euch jetzt schon vor. Auf gamescom.de findet ihr alle nötigen Infos. Und vielleicht habt ihr ja wirklich Bock, hier ein festivalähnliches Zeltvergnügen zu erleben. So war's, oder? Ja, kann man so sagen. Ich würde es geil finden. Sehr schön. Vielleicht überrede ich euch beide auch einfach noch, dass wir hier an einem Abend mal ein bisschen durch die Gegend schlendern und vielleicht das ein oder andere Milchgetränk zu uns nehmen. Dankeschön fürs Dasein. Ja, vielen lieben Dank, Annika. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und wir sehen uns ja auf jeden Fall auf der Gamescom dann auf der Bühne. Das auf jeden Fall, ja. Also, das wird krachen. Ich freue mich riesig drauf. Danke an euch beide. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in Folge 2 wieder. Bis dahin. Ciao.